So, moin moin Leute und willkommen zurück zum nächsten Teambuilding-Video. Morgen an Spieltag 20 geht es ran gegen Brave Bird und sein Team Talonflame Skyliners. Und die Talonflame Skyliners können potenziell bestehen aus Panferno, Zygarde in der 50% Form, Raikou, Primarene, Necrozma, Dublade, ich hab's gleich. Nein, hab ich nicht. Duoclass, doch. Ha! Corfagrigus, genau. Die Mumie, der Sarg. Ich suche jetzt nicht nach dem deutschen Namen. Kack drauf. Dann kann er Schwalbos noch mithaben. Fruyal, Skunktank und Ramaidon. Es wurmt mich gerade ein bisschen, dass ich auf den deutschen Namen von dem einen nicht komme, aber egal. Ich gehe mal davon aus, dass er dabei haben wird heute auf jeden Fall Primarene und Necrozma, weil die mir letztes Mal richtig den Hintern, den Popo versohlt haben. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass er Raikou und Duoclass tatsächlich mitnimmt. Panferno wahrscheinlich auch, weil Panferno einfach eine gute Coverage hat und auch so Sachen wie Rizeros dann mit einem Strauchler und so weiter und so fort. Wir kennen das ja, Strauchler, ne? Und was er, denke ich mal, noch dabei haben wird, ist Fruyal oder Skunktank. Fruyal oder Skunktank deshalb, weil er doch relativ Probleme mit Steinchen hat, sage ich mal. Er hat allerdings ein relativ bulkiges Team. Das baut aber bei ihm so ein bisschen auch darauf auf, dass er unterschiedliche Mons hat, um sie in meine Gefahren quasi reinzuwerfen. Das heißt, er muss immer wechseln, das heißt, meine Steinchen werden sehr wichtig. Und entsprechend muss er eigentlich Fruyal entweder als Rapid Spinner dann mitnehmen, also als für Turbodreher, oder halt Skunktank für Auflockern, weil es das komischerweise leider auch kann. Ich will nicht wissen, wie es das macht. Ja, aber ich, wie gesagt, ich denke mal, er wird dabei haben Primarene, Necrozma, Durengard, nee, nicht Durengard, Duoclass, Raikou und dann eventuell Schwalbos dann und ich sag mal Fruyal, weil Fruyal meiner Meinung nach einfach besser ist. Auf der anderen Seite habe ich gegen Fruyal mehr zum Covern als gegen Skunktank. Denn Skunktank hat leider nur Bodenschwäche, wenn mich das nicht täuscht. Gut, aber Skunktank wird von vielen neutral getroffen. Well, egal, gehen wir zu meinem Team. Ich habe heute dabei Shigoth, das Mega Voltenso. Auch wieder mit Lightning Rod natürlich als normale Fähigkeit, damit ich von Raikou notfalls ein bisschen was abfangen kann und eventuell auch einen Donnerschlag von Panferno. Und ansonsten Donnerblitz, Voltwechsel, Hidden Power, Eis, also Kraftreserve Eis für das offensichtliche, eventuell dabei seiende Zygarde. Und dann den Flammenwurf einfach für Coverage für Dublade, also für Duoclass. Mann, ich vergesse immer den Namen. Flammenwurf ist natürlich uncool gegen Primarene dann, aber ich glaube nicht, dass er mit Primarene freiwillig da reingeht. Und er hat halt außer Zygarde auch nichts, um meine Donnerattacken abzufangen. Und ich weiß nicht, ob man Zygarde wirklich in Voltenso reinswitchen will, wegen Hidden Power und so, ne? Na, you know? Dann haben wir Nightmare. Nightmare, das Austoss. Auch wieder mit King's Rock. Eigentlich ähnliches Set wie sonst immer. Heute wieder die Mixed-Variante. Auch mit 12 dann im Spezialangriff investiert, einfach weil ich den noch übrig hatte. Ich habe das Austoss so gespeedcreept, dass es mit einem Hausbruch ein geschaltes Panferno outspeeden kann. Was ich nicht schaffe, wo ich auch beim besten Willen nicht rankomme, ist ein gescarftes Schwalbos, was er theoretisch auch machen könnte, einfach um Austoss abzufacken. Da wäre dann natürlich der Eisschart ganz gut, aber ich weiß nicht, ob er scarft Schwalbos spielt. Die andere gefährliche Sache ist natürlich scarft Raikou. Denn Raikou hat mindestens zwei Moves, die mich killen, wahrscheinlich sogar eher drei mit Volt Switch, Thunderbolt und Aurasphäre. Aber well, ne? Na gut, Aurasphäre, da müsste es hitzig sein, das würde er nicht machen. Er braucht die Speed eigentlich. Ja, Austoss, wie gehabt, funktioniert hoffentlich im Late Game ganz gut.
Und dann schauen wir doch mal weiter zu Tardos, meinem Rizeros. Natürlich mit Evolit wieder und Fähigkeit egal. Und das Moveset einfach Erdbeben, Steinkante und Eispunch, weil ich damit tatsächlich alles ganz gut covern kann. Und alles mindestens neutral Treffer auch, beziehungsweise halt der Eispunch dann auch wieder für Zigarre, falls es dabei sein sollte. Und falls ich von dem was überleben sollte, dann muss ich dann auch direkt nochmal nachkalken. Aber theoretisch dürfte Rizeros da was leben können. Es sei denn, Zigarre hat auch wieder Strauchler. Muss ich dann gucken. Ja. Gehen wir mal weiter zu Dakora, dem Dodri. Dodri heute mit einem, ich sag mal, interessanten Set. Ich habe hier Substitute und Swordstance drin, einfach um eventuell setupen zu können und dann mit der Select Berry noch ein bisschen sweepen zu können auch. Denn das Einzige, was mich dann noch outspeedet, sind tatsächlich gescarftes Raikou und gescarftes Schwalboss. Und halt eventuelle Prio-Attacken muss ich dann aufpassen. Sowas wie ein Shadow Sneak trifft mich ja Gott sei Dank nicht, aber der Mach Punch oder der Bullet Punch von Panferno kann natürlich noch kommen. Und die Extreme Speed von Zigarre. Als Angriffsmove sehen wir jetzt hier heute den Flail. Das ist der Dreschflegel, glaube ich. Doch, Dreschflegel müsste es sein auf Deutsch. Jedenfalls die Attacke, die, wenn man wenig HP hat, immer stärker wird. Ich werde versuchen, mit dem Dodri nach und nach Subs aufzusetzen. Und eventuell, wenn ein Sub mal durchkommt, weil der Gegner misst oder sonst was, dann auch mal den Swordstance drücken zu können. Dann habe ich nämlich da, wenn es optimal läuft und ich Dodri meinetwegen auch in Rocks oder sowas rein switche, dann habe ich schon mal das erste Viertel weg. Ich habe übrigens die HP genauso angepasst, dass ich einen Punkt mehr als eine durch 4 teilbare Zahl habe. Das heißt, ich würde am Ende dann nach 4-mal Delegator genau mit einem HP übrig bleiben. Dann wäre mein Dreschflegel natürlich unglaublich stark. Dann muss ich aber natürlich aufpassen, dass ich nicht auf einen Beulenhelm drauf haue oder sowas. Aber auch da kann ich Abhilfe schaffen, denn wenn ich auf den Beulenhelm zweimal drauf haue, müsste es eigentlich auch genau ein Viertel sein. Aber selbst wenn, komme ich dann Notfall auf 2 oder 3 KP runter. Ansonsten noch Knock-Off, weil ich tatsächlich in dem Team, sobald ich auf wenig KP bin, keine Flugattacke brauche. Ich könnte natürlich statt Knock-Off auch hier den Bohrschnabel spielen, weil ich jetzt in dem Set nicht unbedingt mich auf Sturzflug verlassen will, weil Rückstoß. Ich könnte auch den Bohrschnabel spielen, aber dann habe ich nichts mehr gegen Duoklös. Und Duoklös ist, glaube ich, spätestens nach einem Swordstance ein einfaches Two-Hit-KO. Und ja, schauen wir mal, ob ich damit Dodri vielleicht irgendwann im Late-Game auch eventuell setupen kann. Und schauen mal weiter zum Steamlord. Das Volcanion, heute wieder mit Assault Vest. Ich gehe mal jetzt ein bisschen schneller darüber, weil da nicht mehr viel Spannendes kommt jetzt, sage ich mal. Heute mit Flammenwurf, Steam Eruption, also Dampfschwall, Matschbombe und Erdkräfte. Erdkräfte logischerweise für Raikou wieder, falls das in den Switch-In reinkommen will. Und ansonsten die Coverage halt für die einzelnen Mons, die ich schon gesagt hatte, die er mitnehmen könnte. Flammenwurf habe ich dieses Mal dabei, einfach weil ich nicht unbedingt Lust habe, dass der Feuersturm daneben geht. Und ich brauche tatsächlich an Feuerpower, also wortwörtlich an Feuerpower, heute nicht so viel. Denn der Flammenwurf reicht relativ safe für Duoklös aus und für Fruyal auch. Und was anderes treffe ich mit der Feuerattacke nicht effektiv. Entsprechend hier heute der Flammenwurf statt dem Feuersturm. Und ansonsten, wie gehabt, Maximum KP, Maximum Spätzangriff und 4 noch in die Spätzdef, weil das Assault West. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Steamlord, das Sherox, heute auch mal wieder etwas anders. Aber eigentlich auch relativ verständlich, denke ich mal. Tatsächlich noch ein Setup, ich habe 3 Setuper heute dabei, beziehungsweise morgen. Mit Schwerttanz, Ruheort, Bullet Punch und Knock-Off. Und heute als Item die Ockerberry, dass ich tatsächlich irgendwo eine random hingestreute Kraftreserve Feuer oder sowas oder eventuell sogar auch einen Flammenblitz von Panferno überleben kann. Und dann nach plus 2 hoffentlich mit dem Bullet Punch den Rest noch zu setzen. Ich
hoffe mal, dass das so funktioniert. Das ist wieder ein speziell defensives Investment, einfach um bei Primarene gut tanken zu können und bei Primarene dann vielleicht auch zu setupen, wenn ich in den Moonblast reinkommen kann. Und wenn nicht der Moonblast kommt, sondern die Hidden Power Feuer dann, dann habe ich halt, wie gesagt, die Ockerberry, also die Koakobeere heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, und kann dann auf jeden Fall einen Schwertanz noch rausbringen. Und eventuell dann auch auf den Switch, wenn er gespaxt ist oder sowas und wechseln muss, auch noch mit Roost HP zurückholen. Also das ist schon alles. Das kann ganz nett werden. Ich kann mich gegen so ein paar Mons setupen, gegen Raikou vielleicht auch. Gegen Duraklas kann ich mich, glaube ich, auch setupen. Und der muss ziemlich Angst vor einem Knockoff haben, denn das ist nach plus 2 auch, glaube ich, ein solider Two-Hit. Und ja, wie man sieht, auch ohne Käfer-Step, aber die brauche ich im Endeffekt auch eigentlich nicht so großartig. Die brauche ich allerhöchstens für Necrozma und Necrozma verringert den Schaden sowieso wieder, also von daher ist es eigentlich auch egal. Aber gut, ich würde sagen, das ist genug Gebrabbel zu meinem Team. Wie das Ganze funktioniert hat, seht ihr ja morgen. Es ist ein bisschen was mal anderes dabei, nicht so meine Standardmons. Man sieht auch, Meistergriff ist mal wieder nicht dabei. Oh. Aber Meistergriff war mir in dem Matchup einfach, weiß ich nicht, es... Meistergriff macht in dem Matchup nichts. Allein Necrozma und Primarena und Duokles, so der komplette Yu-Gi-Oh!-Core, nimmt Meistergriff komplett auseinander. Den Meistergriff kann nicht viel gegen Duokles machen, außer dem Abschlag. Meistergriff kann quasi nichts gegen Necrozma machen, weil Psychotyp, und gegen Primarena, weil Feentyp, ne? Dann hat er zusätzlich noch mit Kofagrigus einen zweiten Geist da, also das muss alles nicht sein. Und ja, gut, wie gesagt, ich würde sagen, ihr seht morgen, wie es gelaufen ist. Bis denn dann und see ya!